CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Legislaturperiode steht im Zeichen der Familien. Wir haben gerade letzte Woche die Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag auf den Weg gebracht. Seit 4 Wochen ist das Portal freigeschaltet, mit dem man sich das Baukindergeld beantragen kann. Und heute bringen wir das Gute-Kita-Gesetz auf den Weg. Worum geht es? Eltern wollen, dass ihre Kinder, wenn sie in die Krippe oder auch in den Kindergarten gehen, gut betreut sind. Und ein Satz gegenüber der AfD, ich glaube, die Rede spricht für sich, da brauche ich gar nicht viel dazu zu sagen. Es gibt keine Vorschreiberei. Alle Eltern können in Deutschland selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in eine Betreuung geben, in eine Krippe geben, ob sie sie mit 1 in eine Krippe geben, mit 2, mit 3, mit 4 oder mit 5 Jahren. Das steht allen Eltern frei. Und deshalb ist Ihre Rede, dass wir da irgendwas gängeln oder vorschreiben. Ich glaube, die Eltern in Deutschland wissen ganz gut, was sie von der Politik erwarten und wie sie ihr Leben selbst gestalten und brauchen da auch gar keine Hinweise von politischen Parteien. Unser politisches Ziel muss doch sein, dass die Kinder, die im Kindergarten sind und gerade im Kindergarten, gerade in den letzten Jahren vor der Einschulung, sind fast alle Kinder im Kindergarten, dass sie dort auch gut betreut werden. Und wenn ich als Mutter morgens meinem Kind den Abschiedskuss gebe, dann will ich auch, dass mein Kind dort gut betreut ist, liebevoll betreut ist, dass es Erzieherinnen gibt, die Zeit haben für das Kind, für das einzelne Kind, für die Förderung, für gesunde Ernährung, für Bewegung, Zeit zum Lachen, zum Trösten, all das, was eben auch Kinder brauchen. Und wir wissen, dass Erzieherinnen und Erzieher einen tollen Job leisten, um Eltern und eben den Kindern genau das zu ermöglichen. Wir wissen aber auch, wie oft es fehlt, dass 2 Erzieherinnen oft für 25 Kinder zuständig sind oder Erzieher. Wir wissen, dass oft zu wenig Zeit da ist für extra, um rauszugehen, um auch ein spezielles Förderangebot zu machen für die Kinder, die es nicht so leicht haben. Und das wollen wir ändern, und dabei unterstützen wir in den nächsten Jahren Länder und Kommunen von Bundesseite mit 5,5 Milliarden, das sind 5.500 Millionen Euro. Uns als Union sind dabei 3 Punkte wichtig. Erster Punkt: Wahlfreiheit, Vielfalt und Subsidiarität. Der zweite Punkt: Es muss ein Plus sein. Und der dritte Punkt: Wo gute Kita draufsteht, muss auch gute Kita drin sein. Der erste Punkt: Wahlfreiheit, Vielfalt und Subsidiarität. Jedes Land ist anders. Und wir wissen, wir haben in den 16 Ländern und dann auch in den Kommunen ganz unterschiedliche Situationen. Die einen haben ziemlich geringe Personalschlüssel, andere haben Probleme, Erziehernachwuchs zu finden, wieder andere würden gerne in den Einrichtungen mehr für Kinderschutz tun, andere haben immens hohe Elternbeiträge. Und es muss möglich sein, dass die Länder das Geld, was wir als Bund geben, dort investieren, wo es am nötigsten ist. Das heißt, es wird mit jedem einzelnen Land eine individuelle Vereinbarung geben und jedes Land kann seine eigenen Schwerpunkte setzen. Und das ist richtig. Ich sage aber auch, die Vielfalt, die wir bei der Qualität wollen, muss es auch beim Thema Beiträge geben. Und deshalb kann ich es nachvollziehen, dass Länder Kritik daran äußern, dass der Bund ihnen nun vorschreiben will, wie sie die Gebühren zu staffeln haben. Als Union sind wir der Meinung, dass es auch in Ländern und Kommunen sehr verantwortungsvolle Politiker gibt. Und wir trauen jedem Land und jeder Kommune zu, dass es hier gute und sozialverträgliche Modelle findet. Und deshalb gilt auch hier, Subsidiarität ist ein wichtiger Grundsatz unserer Politik. Was die kleine Ebene regeln kann, braucht die große nicht zu regeln. Und deshalb trauen wir Ländern und Kommunen zu, dass sie die Gebühren staffeln, so wie es für ihre Situation am richtigsten ist. Vielfalt statt Vorschreiberei. Die Länder entscheiden selbst, wie sie das Geld einsetzen. Der zweite Punkt: Die Gelder müssen einen Mehrwert haben, ein echtes Plus sein. Und leider haben wir in der Vergangenheit viel zu oft erlebt, dass wir als Bund Geld geben und das irgendwo in den Länderhaushalten versickert und eben nicht dem
Zweck, den wir intendiert haben, zugutekommt. Und das darf hier nicht passieren. Jeder Euro Bundesgeld, der in die Länder fließt, muss bei den Kindern ankommen. Jeder Euro muss dazu beitragen, dass die Qualität in den Kindertageseinrichtungen besser wird oder die Eltern entlastet werden. Und deshalb braucht es Transparenz. Die Länder müssen genau sagen, was sie mit den Bundesgeldern machen werden. Wir wollen einen echten Entwicklungsprozess erkennen, und darauf werden wir achten. Und deshalb ist es richtig, dass es Transparenz gibt, dass es ein Monitoring gibt und dass es regelmäßige Fortschrittsberichte der Länder gibt. Es ist richtig, dass vergleichbare Kriterien erarbeitet werden und die Länder anhand dieser Kriterien berichten, wie es ihre Fortschritte sind. Für die Union sage ich aber auch, wir dürfen da auch keinen Bürokratismus betreiben. Und die Länder haben in ihrer Stellungnahme ja kritisiert, dass sie es bezweifeln, ob wir wirklich 7 Millionen Euro noch mal für eine Servicestelle brauchen, plus den Personalaufwachs im Ministerium. Ich sage für die Union, das werden wir uns genau angucken. Wir wollen keinen Bürokratismus, aber wir wollen vergleichbare Kriterien. Wir wollen die Länder begleiten, unterstützen, aber wir wollen ihnen nichts überstülpen. Und deshalb so viel Geld wie möglich soll tatsächlich bei den Kindern ankommen, so wenig wie möglich in irgendwelche Strukturen versichern. Das versprechen wir, und darauf werden wir in den Gesetzesberatungen noch mal einen Schwerpunkt setzen. Und der dritte Punkt, da wo gute Kita draufsteht, muss auch gute Kita drin sein. Und wir sehen es ja in den unterschiedlichen Ländern, fangen die Diskussionen schon an, wo investieren wir denn dieses Geld. Und es soll Länder geben, die das ganze Geld in eine Gebührenbefreiung legen. Und ich sage, das kann jedes Land selbst entscheiden, aber auch unter sozialpolitischen Gesichtspunkten sage ich auch, es kann ja nicht sein, dass ein Unternehmer-Ehepaar den Kindergarten für Oma hat, keinen Cent für die Betreuung jetzt seines Kindes zahlt, sich davon den nächsten Urlaub finanziert und auf der anderen Seite aber kein Geld da ist, um Kinder, die es nicht so gut haben, individuell zu fördern. Das kann in unseren Augen nicht sein. Wir sind der Meinung, in jedem der 16 Bundesländern tut es Not, dass auch Geld tatsächlich in die Qualitätsverbesserung fließt, in bessere Betreuungsschlüssel, in mehr Sprachförderung, in individuelle Förderung der einzelnen Kinder. Und deshalb werden wir sehr gut darauf achten, dass dort, wo gute Kita draufsteht, auch gute Kita drin ist, dass tatsächlich jedes Kind etwas davon hat, was in einer Betreuungseinrichtung oder auch bei Tageseltern, denn auch das umfasst das Gesetz, betreut wird. €5.500 Millionen für unsere Kinder. Als Union werden wir darauf achten, dass das Geld wirklich bei den Kindern ankommt. Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Vorhaben jetzt gemeinsam angehen. Ich freue mich auf die Gesetzesberatungen. Und ich verspreche, wir werden uns Mühe geben, ein gutes, auch ein verfassungsmäßiges Gesetz auf den Weg zu bringen und dass das bei den Kindern ankommt. Ich freue mich auf die Beratungen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Matthias Seestern-Pauli, FDP.